Was bringt der Winter 15-16? Wie immer gibt es verschiedene Themen. Mode ist demokratisch, das heißt für jeden Geschmack, für jeden Stil ist etwas dabei. Ein ganz, ganz großes Thema ist das Thema Androgyn. Das heißt, die Frauen plündern in gewisser Weise die Schränke der Männer und das, was die Männer an den Füßen tragen, wird plötzlich auch salonfähig für die Damen. Ein starkes Thema sind zum Beispiel diese Brogues, die sich auch sehr gerne im Materialmix zeigen, zum Beispiel Nappa-Leder mit Python-Prägung. Wir haben sehr, sehr viele Schnürungen. Was ganz wichtig ist, die Bodenbetonung. Denn wir haben neuerdings auch in der Mode wieder sehr viele weite Hosen. Und zu diesen etwas weiteren Hosen braucht der Schuh mehr Volumen, sprich Bodenbetonung. Neben den vielen Schnürern, Loafern, Brogues könnte ich mir auch gut vorstellen, dass zu diesem Thema Chelsea Boots passen. Chelsea Boots zeigen sich im Winter häufig auch mit schlankeren Leisten. Was die Farben betrifft, haben wir natürlich zum einen die dunklen Farben der Nacht, Schwarz, Tintenblau, Bordeaux, aber auch die Farbe Grau spielt in diesem Herbst eine ganz wichtige Rolle und sie zeigt sich in vielen verschiedenen Schattierungen. Neben den vielen dunklen Farben, die auch in der Oberbekleidung eine wichtige Rolle spielen, brauchen wir natürlich ein bisschen Erhellung. Da denke ich vor allen Dingen an diese sehr, sehr schönen Rosé-Töne. Ich denke an Winterweiß, was zum Beispiel auch sehr, sehr gut mit allen Neutraltönen oder auch mit lichten Grautönen kombiniert werden kann. Es wird ganz schön flauschig, kuschelig und zu diesen Looks könnte man sich zum Beispiel auch diese Winterboots vorstellen, die auch gerne ein bisschen Fell haben dürfen. Meistens ist es Kunstfell, was dann natürlich auch ökologisch vertretbar ist. Genauso könnte ich mir zu diesen Modellen aber auch helle, graue Schuhe vorstellen und eben die Farbe Winterweiß und Mauve. Kein Winter ohne Sportivität und auch in diesem Herbst-Winter spielen Sneaker wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Bandbreite ist enorm. In erster Linie geht es bei den neuen Sneakern um Materialmix. Das heißt, hier werden Materialien häufig Ton in Ton gemixt. Wir arbeiten mit Metallics, wir arbeiten mit Glattleder. Das Farbspektrum ist meistens sehr neutral. Neben den vielen Mid-Cut-Modellen im Sneaker-Bereich, die etwa bis zum Knöchel reichen, ist der Halbschuh modisch auf dem Vormarsch. Hier gibt es viele Modelle, die auch durch Materialmix bestechen. Materialmix heißt für mich vor allem Hightech-Materialien, Metallics, glitzernde Geschichten generell, aber es darf auch mal so ein bisschen Lack oder Leoprint sein. Was bei diesen Schuhen auffällt, ist, dass diese Materialien häufig Ton in Ton miteinander gemixt sind. Die Sohlen sind in der Regel weiß, manchmal auch so ein bisschen in erhöhte, kleine Keilsohlen und sie lassen sich einfach sehr, sehr gut zu diesen sportiven Looks, ich sag mal zur Jogginghose, zum Parker und zum Sweatshirt kombinieren. Es gibt natürlich auch die besonderen Anlässe im Leben einer Frau, das heißt die Wintersaison ist nicht nur sportiv, sie besteht nicht nur aus Sneakern und maskulinen Schuhen. Ich würde sagen, ein schwarzer Pumps gehört einfach dazu und schwarze Pumps zeigen sich in diesem Winter auf schlanken Leisten, das heißt die Leistenform ist eindeutig spitzer als in der Vergangenheit und auch die Absätze dürfen durchaus filigran sein. Applikationen werden dezent eingesetzt, bei diesem Thema ist Gold sicherlich erlaubt. Besonders schön kommen hochwertige Materialien zur Geltung, wie bei diesem Modell Echsenprägungen, die dem Ganzen noch mehr Lebendigkeit verleihen. Wer es etwas glamouröser mag, der wird von diesen neuen Deluxe-Sneakern begeistert sein. Das sind Stoffe, Materialien, die erinnern so ein bisschen an Chanel, das sind Bouclé-Stoffe und da darf es so richtig glitzern zugehen. Das sind Schuhe, da kann man es mal krachen lassen, da ist auch Gold durchaus erlaubt und vor allen Dingen diese Kombi Gold, Rosé und dann dieser sanfte Winterweißton, das ist schon ein Schuh, ich sag mal, zu dem man auch jedes Outfit sehr, sehr schnell aufpeppen kann. Ja, was passiert in der Männermode? Bei den Männern ist es so, dass auch die Jog- und Trackpants wirklich an Bedeutung gewinnen. Und zu diesen Pants tragen die Männer natürlich in erster Linie Boots. Die Boots zeigen sich in diesem Winter vor allen Dingen auf ultraleichten Sohlen. Es sind wirklich Fliegengewichte und es sind manchmal so ein bisschen so hybride Typen. Das heißt, wir haben ein Upper, das eher an einen Brogue oder einen Budapester erinnert. Und dann sind diese Schuhe mit sehr, sehr leichten Mikrozellböden in der Farbe Weiß ausgestattet, was dem Ganzen so einen kleinen Frische-Kick gibt.
Neben der Farbe Cognac und den vielen Grautönen, die auch in der Herrenmode eine wichtige Rolle spielen, ist natürlich die Lieblingsfarbe der Deutschen Blau in jeder Saison mit dabei. Interessant sind solche Modelle, die eben auch durch Materialmix bestechen. Hier haben wir Nappa und Velourleder miteinander kombiniert in einer sehr interessanten Farbkombi, wie in einem schönen dunklen Braun mit Blau. Und Boots sind auch hier das große Thema. Witzig sind halt solche Sohlen, die auch zum Beispiel mal mit Profil ausfallen dürfen, aber insgesamt immer Leichtigkeit mit sich bringen. Dass man sagt, ein Herrenschuh muss notgedrungen auch schwer sein, ich glaube, das gehört längst der Vergangenheit an. Sneaker und Co. haben es möglich gemacht, dass auch Männer Leichtgewichte an den Füßen tragen möchten.